Alter, was geht ab, Leute? Hier? Alter, ich habe so viele Sachen auf der Kamera. Ich sehe hier oben links in der Ecke ganz wenig Speicherplatz nur noch. Sonntag ist viel passiert am Wochenende. Wir sind einen Tag hinterher. Also normalerweise ist immer der Vlog vom einen Tag vorher. Seht ihr dann immer. Und jetzt habe ich einen Tag sozusagen verzögert, verpasst. Das heißt, ihr seht immer zwei Tage. Und an einem Tag muss ich zwei Videos dann rausbringen, damit wir wieder normal sind. Zu viel passiert am Wochenende. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hängen geblieben bin, stecken geblieben bin. Ich muss hier noch ein paar Videos drehen. Ich wollte noch so eine Ansage-Reaction-Disc gegen Funk machen. Die haben so ein richtig schlechtes Video über Bitcoin und Krypto gemacht. Oh mein Gott, das hat mich gestern so hart getriggert. Auf jeden Fall, ja, es ist Sonntag. Bin aufgewacht, habe ein paar Sachen erledigt. Ich hatte gestern Besuch im kleinen Spieleabend. Krassen neuen Asiaten entdeckt. Haben die Freunde mir empfohlen. Und, boah, Digga, der war so heiß. Der lief voran und ich haben richtig gelitten. Wir mussten uns irgendwas einfallen lassen, damit wir diese heißen Dinger da rüberbringen können. Das war echt krass und auch die Menge war so hart. Ich habe noch extra Frühlingsrolle bestellt und extra so Fleischspieße, weil ich habe halt mit der normalen Größe gerechnet, wie immer. Und ich habe die nicht mal angefasst, weil die waren so riesig. Also demnächst mal vielleicht ein Testvideo, wo ich den teste mit den anderen Jungs, weil das war heftig, Mann. Anders heiß, anders groß und war solide lecker. Ich schalte jetzt ein paar Videos, damit wir wieder auf dem aktuellen Stand sind. Können wir nebenbei eine Shisha und dann später treffe ich mich mit einer Kollegin. Chill mal ein bisschen in der Stadt. Deswegen schauen wir mal, was ich euch heute so zeigen kann. Aber wir haben noch genug Material vom Wochenende, keine Angst. Dirk T. Der ist jetzt draußen und voll viele haben den getestet. Und habe ich jetzt auch auf Instagram gesehen. Und voll viele Mädels feiern den. Die finden den mega lecker. Muss ich ehrlich sagen. Fühle ich nicht, aber jetzt frage ich mich, ob das da so eine gewisse Rolle spielt, dass man die Person feiert. Also die feiern halt Shirin David, finden es cool und dadurch schmeckt es denen vielleicht besser, weil ich habe absolut keinen Bezug zu Shirin David. Weder negativ noch positiv, also einfach null. Und jetzt könnt ihr ja natürlich sagen, yo Hong, du feierst Capital Bra, deswegen feiert, oder ihr feiert Capital Bra, deswegen feiert ihr auch den Eistee so. Nee, überraschenderweise nicht, also ja, geht so, also ich feiere den nicht unbedingt nur bargisch, wirklich so richtig, richtig. Und zum Beispiel Tati hat mit Capital Bra, Deutschrap und so gar nichts zu tun. Und mit Shirin David dementsprechend auch nicht. Und da hat es zum Beispiel, glaube ich, keinen Einfluss darauf. Und er findet auch Capital Bra Ice-Tee super und Dirty nicht so. Deswegen, ja, aber die Mädels feiern den, alles, was ich gesehen habe. Ist natürlich auch eine Sache von Support und so. Also wenn du einen Künstler supportest und den feierst, wie gesagt, dann wirst du wahrscheinlich nicht direkt sagen, yo Digga, das Ente mir richtig schlecht und so, sondern da ist so eine gewisse Bias, auf Englisch heißt es, wo man dann einfach automatisch sagt, ja, es geht, falls es richtig schlecht ist. Ansonsten immer dieser extra Bonuspunkt, so, ja. Und jetzt neuer Trailer, oder? Ich habe ja vor kurzem Manga gelesen, der hat mich auch wieder verschlungen, zwei Tage habe ich es durchgelesen. Eine lange Empfehlung, schon vor zwei Jahren hat mir das ein Zuschauer empfohlen und immer wieder, yo Hong, check das ab, Blue Lock. Und jetzt wurde der Anime dazu angekündigt, 2022. Gönnt's euch. Wir schauen kurz rein in den Trailer. Kann ich empfehlen. Blue, mal schauen, oh mein Gott, es kommt gleich jetzt ganz oben als Vorschlag. Blue Lock Anime Trailer. Wir können nicht zu viel zeigen. Die striken direkt, also nicht striken, aber die machen direkt Monetarisierungsprobleme. Blue Lock, gönnt euch. Wie gesagt, eine Mischung aus Tsubasa und Royal Rumble. Nicht Royal Rumble, wie sage ich das immer? Battle Royale. Das ist die Hauptfigur, Nummer 11. Nicht der Typ, Nummer 11. Der hier. Gönnt euch den. Ich habe gerade Nickerchen gemacht. Da kriege ich so eine Instagram-Nachricht von so einer Zuschauerin. Sie so voll frech von mir, dass ich zwei Kommentare gelöscht habe. Ich weiß von gar nichts. Zu dem neuen Video, wo wir einen Roadtrip gemacht haben nach Nürnberg. Auf dem Weg dahin habe ich dieses Getränk getestet. Engie heißt es, glaube ich. Und auch jetzt in den YouTube-Kommentaren
kam ein paar Nachrichten, Kommentare, wie komme ich drauf, dass Julia Beautix das gemacht hat oder von der das ist. Also ich folge Julia Beautix nicht wirklich. Ist nicht so, dass ich ihren Account gesehen habe und sie das geworben hat, hey, yo, ich habe mein neues Getränk rausgebracht. Ich habe Kaufland, folge ich, und Kaufland hat das so geworben. Hey, neues Getränk, richtig geil, entworfen von Julia Beautix und noch so einer anderen TikTokerin. Daher habe ich es also. Wenn das falsch ist, dann liegt es nicht an mir, sorry Leute, dann liegt es an Kaufland. Die haben das so geworben. Ist natürlich so, ich habe das natürlich gesehen, dachte mir, oh geil, von dem Influencer das Produkt, passt zu uns, testen wir. So ist das entstanden. Also, wenn Julia Beautix damit nichts zu tun hat, sorry Leute, aber das hat Kaufland mir so vermittelt. Alter, was geht ab? Alles klar? Gut, ich glaube, Bienen ist ein bisschen kleiner. Bienen kriegst aber nur eins. Wir waren ja essen. Zwei Stück auch, oder? Zwei Stück. Und dann okay, Leute, jetzt schaut seine Portion an. Ja, so, guten Appetit. Danke dir. Seine Wohnung ist der erste Und jetzt ab nach Wien. Irgendwas mit Zypern-Pharma gehört? Ja. Ja? Ja. Aber nichts auswandern. Ach so. Aber ich habe mich schon gefragt, das ist die eine, wo ich gesagt habe, letztens, die ich doch geschminkt habe aus Zypern. Und dann hat sie doch gesagt. Achso, wo du ja von Krypto hast. Genau, 3% auf Krypto. Und sie hat auch gesagt, sie hat 11.000 Euro. Der andere sagt, die machen eine halbe Million in dem Jahr. Dann zahlt sie dann 2,5% Steuer. Ich hab dir mal gerade seinen Shit gegeben. Er war schlapp. Tati, ich war mal ein krasser Esser. Tati, brauchst du Hilfe von Hong oder was? Ich bin der schwächste Esser hier. Augen wird bei der Welt, aber Augen wird bei der stärkste Essen. So, ich kann so schwören. Boah. Sag doch vor der Kamera. Sag einfach vor der Kamera, dass du schwächelst dort und nicht irgendwie so. Es ist zu früh für so viel Essen. Es ist 17 Uhr, Mann, was er labert, Leute. Jetzt auf Frank, Mann. Da kommt vielleicht ist ja, ich bin aufgehoben. Oh mein Gott, das ist mir nichts so mehr Schlüssel auf. Ja, war ich schon. Ihr habt schon gegessen, aber der schmeckt mir zu krass, oder? Leidest du? Ich leide schon echt, Mann. Das war echt zu viel, Mann. Aber geht schon noch, geht schon noch. Servus. Scheiß mir noch, Alter. Bis zum bitteren Ende. Mann? Bis zum bitteren Ende. Ich hab das letzte Stück. Schon gibt auch. Ich brauche nicht mehr viel, aber ich muss aufgeben. Hast du nicht mehr viel, Mann? So doch viel. Ein bisschen. Nur eine Pommes, oder? Wie kannst du mit Pommes essen, was verliebt? Wie kann ich mit Pommes essen? Was für ein Pommes essen? War lecker. Ja. So. Du bestellst Pommes, aber erstmal gedoppelt, oder? Das war's von uns und eigentlich den besten Schnitzel Münchens. Preis-Leistung top. Riesige Portion.
dafür, dass es direkt Innenstadt Sendlinger Tor ist, super billig eigentlich und wie gesagt, die Größe sogar zu viel für, okay, Tati hat es noch geschafft, aber zu viel sogar für Chong. Schaut gerne dort vorbei, ansonsten war es das von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin. Alter, ich habe das Video gestern hochgeladen, Digga. Was die gelabert hat, man, checkt gerne das Video von gestern ab. Oh mein Gott. Aber investiert in Bitcoin und DeFi, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.